Liebe Leute, bevor das Video jetzt so richtig losgeht, möchte ich noch mal kurz eine Info loswerden. Und zwar, ich bin gerade momentan privat recht eingespannt, weil wir natürlich unsere Wohnung umbauen und renovieren. Im Übrigen sieht es genau so jetzt gerade hier zu Hause aus. Alles, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich wahrscheinlich es nicht schaffen werde, zwei Videos in der Woche hochzuladen. Ein Video die Woche wird definitiv noch kommen und das ist der Mittwoch, wo jede Woche ein DayZ-Video hochgeladen wird. Wie lange das natürlich so gehen wird, kann ich euch leider nicht sagen. Das, was ihr jetzt gesehen habt, war erst das Wohnzimmer und es wird nämlich nicht die ganze Wohnung so renoviert. Das kann natürlich ein Weilchen dauern. Und eins sollte auf jeden Fall klar sein, bevor ich zu Hause Schläge von meiner Frau bekomme, bleibe ich da natürlich dahinter. Und ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht weiter quatschen. Jeder, der eine Frau oder eine Freundin hat, weiß, Happy Wife, Happy Life. Und in diesem Sinne, wir springen rein ins Video. Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge, wie soll es auch anders sein, sind wir wieder auf dem A5 Community Server unterwegs. In dieser Folge hatten wir einige gute Fights und natürlich haben wir auch die ein oder andere nette Bekanntschaft gemacht. Ich sehe es, der pusht nach rechts. Rechts hat einen Hit. Was? Hat Hits. Der rennt jetzt wieder auf deine Seite. Nee, jetzt rennt er weg. Und wie gerade eben schon erwähnt, hatten wir natürlich sehr viele Friendly-Begegnungen. Aber diese Friendly-Begegnungen waren, ja, etwas ganz Spezielles, liebe Leute. That's Cherno. Chernogorsk. Holy shit, man! Was ist denn mit ihm? Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt geht's los mit dem Video. Schule? Sollen wir in die Schule? Da haben wir vielleicht einen Spot auf die? Ja. Alter, was war denn das bitte? Nicht, dass die jetzt auf dem Hochhaus sind, oder dann kotze ich, ey. Ich war auch der Meinung eben, als ich gesagt habe, was waren das, dass ich Steps gehört hatte. Aber weiter links war das nicht, oder? Richtung Feuerwehr. Es war eigentlich schon hier direkt. Ja, direkt vor uns. Da kommst du rein und denkst nichts Böses, und dann geht das gleich schon wieder so los. Spieler vor uns, Bambi vor uns. Was hat der vor? Okay, der will schon. Das war der Gnadenschuh. Aber jetzt kommt es an Zombies, aber ich helfe dir. Jetzt mal nur gucken, dass wir so schnell wie möglich wegkommen, wenn wir jetzt hier rum geschossen haben. Oh, mit IV-Set. Kochsalzlösung. Nichts. Okay. Schnell mal noch die KD gepusht. Spieler vor uns. Ich sehe ihn. Oh. Hat einen Hit. Ich kann nicht aimen. Ach, verdammte Kacke, komm. Der ist da jetzt links in das Haus rein. Jetzt ist er wieder ein Hit, ne? Ich bin bei dir. Ich bin links von dir. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage, wo der hin ist. Ja, der ist hier rein. Der muss da in einem Hinterhof irgendwo sein. War der lonely? Ja. Ja, der sitzt hier. Ich komm. Ich hab ihn. Sehr schön, ich hab's gerade gesehen. Nice Sache, komm, ich mach mal hier zu. Ah, ja, der hatte aber noch nix. Ich hab 3 Schnittwunden. Und also rotes Blut schon, weil ich nur gelbes hatte. Ich helfe dir.
wusste, der sitzt da drin. Nice. Und sein Loot ist natürlich weg. Vielen Dank für nichts, Daisy. Oh, sorry. Alles gut. Na gut, Server Restart. Ja, weil da ist schon mal Loader. Ja, würde ich sagen. Hier liegt absolut gar nichts. Doch, Menschenfleisch liegt hier oben. Das sind keine guten Aussichten. Aber da liegt eine Handfeuerwaffe. Wenigstens eine M4 ohne Mac. Ein Mac kann ich ja geben. Alles cool, ich habe schon mal eine Handfeuerwaffe. Mit was ich mich hier abgebe, liebe Leute, mit einer Handfeuerwaffe. Man kennt's, wenn man halt nichts hat. Dann nimmt man auch sowas. Nö, sehe ich aber keinen. Nix los. Von vorne. Ich bin im Red. Ah, ich bin neben dir. Ja, vorne auf der Straße. Zwei Stück. Ich seh's, der pusht nach rechts. Einer dead. Links ist dead. Rechts hat einen Hit. Was? Ich seh nicht. Ah doch, da hinten. Der ist in der Waldlichtung. Dass er das überlebt hat. Ja, der ist, komm, wir jagen den, oder? Den jagen wir. Wie, ey, der, wie konnte... Alter, der andere hat so einen Headshot von mir kassiert, ne? Schon mal absolut unglaublich, dass der das überlebt hat gerade, ne? Aber der ist stark am Humpeln und der muss sich verbinden. Let's go. Den krallen wir uns. Müssen nur aufpassen, dass er uns nicht irgendwie wegsniped oder so. Der muss hinter irgendwelchen Heuballen sein wahrscheinlich. Ja, hier hinter dem Heulbein, ganz links. Hat nochmal einen Hit. Ja, zwei, ja, Hits. Ja, du, Digga, zwei Hits mit der VSD. Du kleiner Scheißer. Und ich hab nicht gescoped, ne? Ich hab aus der Hüfte geschossen. Okay, ich bin durch. Der hat nichts mehr. Den anderen noch? Der lag auf der Straße. Nur aufpassen, nicht, dass die irgendwie Freunde hatten, ne? Holy Macaroni, was war denn hier bitte los? Vor allem die so schlecht geschossen treffen keinen Schuss auf uns. Ich guck kurz ums Eck und geb dem einen direkt einen Headshot. Ist der jetzt schon despawned, oder? Ah, nee, hier. Nee, da liegt er. Loot ihn mal. Ich geb dir Deckung so lang. Oh, der hat ein bisschen mehr, der hat noch M4 und Mac. Alter, aber was für eine Assi-Tour, ne? Einfach uns hier von der Seite ansnipen zu wollen, was soll das? Und dann laufen die uns entgegen, der eine läuft auf der Straße, legt gerade nach, ich gucke ums Eck, bam, Headshot. Der Typ hat aber jetzt gerade drei Schüsse mit der VSD überlebt, ne? No. Oder zwei, besser gesagt, beim dritten ist er dann umgefallen. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Richtung Kamenka und Kamenka-Zelt ist absolut nichts mehr los gewesen. Deswegen haben wir uns auf den Weg nach Tscherno gemacht. Der gute Percy und der gute Neus haben sich uns angeschlossen. Und in Tscherno hatten wir dann eine Spielerbegegnung. Spieler? Wo? Ich sehe. Auf dem Dach. Er ist runtergesprungen. Wollen wir mal hin, den überfallen? Habt ihr ja, Menschenfleisch? Vorsicht. Nee. Der das kriegen wir nicht. Ja. Hey, buddy. Hello, buddy. What's up, man? Where are you from? Hey, bro, can you talk? Please talk with us, man. Pfeiltaste nach unten. Talk.
Hey, Bro. Come on, man. Take this one. You need it? You can get it. Oh, hey, du bist Deutsch. Ja. Ja, servus. Was geht ab? Guten Abend. Ah, hallo. Hallo. Bist du neu bei DayZ? Ja. Siehst du die Dose hier vor dir? Anscheinend nicht. Brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Brauchst du was zu essen oder zu trinken? Ich hab Essen und Trinken. Okay. Bist du alleine unterwegs oder hast du noch Freunde? Ich hab einen Kumpel in der Party, aber ich weiß halt nicht, wo ich bin, deswegen. Du bist jetzt gerade in Tscherno. Ende Tscherno, okay. Richtung Valota bist du. Kann man dir irgendwie behilflich sein oder kommst du klar? Also es geht. Okay, das hört sich aber nicht sicher an. Brauchst du eine Waffe? Wenn ich dir vertrauen kann. Ja, also Messer und so. Oh, dann will ich dir mal vertrauen und werde dir meine MP5 geben. Bitte schön. Musst du jetzt aufpassen, weil du die erste Begegnung bist. Wenn du jetzt die Waffe in die Hand nimmst, dann gibst du uns natürlich einen Grund, misstrauisch zu sein. Also lass sie am besten in deiner Tasche, ja? Okay, mach ich. So, und dann was hast du dann vor heute? Ich weiß nicht. Meinen Kumpel suchen. Hier, eine Kleinigkeit habe ich noch für dich, Fritzi. Hast du noch ein Magazin dazu? Percy mal wieder, der absolut Soziale hier, hilft natürlich, wo er kann, liebe Leute. Ja, dann würde ich sagen, machen also, wir zweite, oder? Ja, dein Kumpel weiß auch nicht, wo er ist, oder wie? Nee, er weiß einfach nur, dass er in der zweitgrößten Stadt ist und mehr nicht. Okay. Am besten, guck mal, ein kleiner Tipp, so by the way. Am besten immer in der Stadt an der Straße entlanglaufen, bis ihr ein Straßenschild seht. Dann wisst ihr ganz genau, wo ihr seid. Also so ein Ortsschild oder so. Ja. Und dann gibt's eine App, die heißt I Survive. Kennst du die? Ja, ich hab die. Ja, genau. Am Ende von jeder Stadt ist halt immer ein Ortsschild. Das musst du da einfach nur eingeben und dann weißt du, in welcher Stadt du bist. Okay. Alles klar, dann viel Spaß dir noch. Und viel Glück auf der Suche und bleib friendly, ja? Ja, danke. Jo, ciao. Schönen Abend hier noch. Ciao. Wie, du hast sie auch noch geschlagen? Oh. Ja, die hat jetzt zuerst nicht geantwortet, da hat sie einen mit dem Gewehrkolben bekommen. Ich konnte nicht mehr in dem Moment, ey. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Die Nacht ist herangebrochen, wir haben auch noch jemanden gejagt, aber ich wurde in der Nacht weggesniped. Aber die anderen konnten sich in Sicherheit bringen und sind wieder auf dem Weg nach Tscherno zu mir an die Feuerwehrstation. Hallo, ich bin absolut gut getarnt, liebe Leute. Hallo. Oben ist eine Jacke. So, hier, guck mal. AK. Geiles Ding. Ein Mac, zwei Macs, drei Macs. Noch eins von mir. Nice, liebe Leute, so viel kann ich gar nicht einpacken. Essen, ich habe nur Bambi-Klamotten. Warte mal, ich habe was für dich. Das reicht schon, Jungs, das reicht brauchst schon. Brauchst du noch Wasser? Wasserflasche? Nee, also der Apfel und die Dosen, Dosenspeck reicht erstmal, bis ich wieder militärisch. Ein Messer? Nice! Ein Messer wäre ganz gut, ja, wenn ihr noch eins über habt. Ja. Guck die neulich an, unser Feuerwehrmann Sam. Ich bin absolut friendly unterwegs heute. Heute wird definitiv die Leute nach oben, aber am Hals aufgehangen. Heute werden die Leute gekriegt. Ich muss gucken, ich habe keine Nachricht gekriegt. Ah, okay. Gleich mal darüber, liebe Leute. Ab nach links. Der Feuerwehrmann, der regelt es. Die haben gerade ihr Todesurteil unterschrieben. Ich leuchte im Dunkeln, verdammte Kacke. Aha, Granate direkt vor uns, ich hab den Rauch gesehen. Ja, ich auch. Ach, an dem Wachhäuschen war das. Der Rauch. Oder direkt vor uns. Ne, direkt vor uns Richtung Turm. Diesen Schornsteinturm. Ja, Wachthäuschen, du hast recht.
Ja, ich sehe die da unten, zwei Stück. Schüsse? Die fighten da unten, hat einen VSD, ihr könntet die voll wegholen. Ah, jetzt sind sie hinter der Mauer. War auf jeden Fall, glaube ich, nur noch zwei. Da liegt ein auf jeden Fall liegt da ein Spieler, zwei Spieler liegen da hinten. Und der piekt. Der eine hatte La, müsst ihr aufpassen. Der ein, ja, die sind hinter der Mauer, Leute. Die sind hinter der Mauer. Sollen wir die irgendwie rechts flankieren? Vielleicht ihr über rechts? Ja. Also so? die sind noch rechts an der Mauer. Ich habe den Ofen sehen. Ich muss nur gucken, dass die mich nicht sehen, wenn ich jetzt nach rechts pushe. Warte mal. Seid ihr am Wachhäuschen jetzt gerade? Ja, ne? Ja, Percy. Ich bin jetzt ein Zaun. Der rennt weg, ja. Aufpassen, ich hab da was hingelegt. Den nicht mehr. Hinter dem roten Baum nicht mehr. Oh, die hat gesessen, glaube ich. Da ist gerade auf jeden Fall einer, eine Leiche war das bestimmt oder so. Wer ist der? Da ist ein Bambi hinten neben euch. Ah, verdammt, ich bin tot. Da ist noch einer rechts außen, der rennt jetzt gerade zu uns. Ich push ganz nach links. Schau nicht. Wo ist der hin? Da muss er aber noch sein. Oder er ist halt wieder Richtung Military. Ne, Military ist safe. Der muss hinter dem Hügel sein. An der Mauer. Der ist wieder an der Mauer. Soll ich mal pieken? Soll ich ihn ablenken? Dann würde ich ihn kriegen, ja. Ist der am Wachhäuschen, oder was? Ne, der ist in der Mitte. Also wenn du auf meine Seite hier rüber kommst, siehst du ihn gerade. Aber ja, ich laufe mal hier gerade auf dem Feld rum. Vielleicht will der mich. Ich sehe ihn, ne? Ne, der ist direkt hinter der Mauer da hinten. Ich kann nicht hinzoomen, man sieht's halt nicht. Ne, der ist jetzt wieder zurück. Der ist jetzt wieder zurück hinter den Hügel. Also wenn du direkt bei mir stehst, siehst du den Hügel, den Grashügel. Und der war an der Mauer und ist dann wieder den Hügel nach hinten runter gerade. Was wollen wir machen? Komm, ich gehe von rechts rein. Komm, ich push da kurz vor. Soll der Geiz? Ja, der ist wieder da, der ist wieder da, der ist wieder da. Ich sehe ihn. Sehe ihn auch. Hier sind zwei Bambis gerade direkt vor mir mit einem Auto und Querfahrt. Ich glaube, er hat mich gesehen. Der läuft bei mir. Ja, der hat sich hingelegt an der Mauer. Der guckt wahrscheinlich jetzt über die Mauer, ne? Nee, der läuft da. Nein. Ich komm. Hat Hits. Deckungsfeuer. Nice. Bin wieder da, ich lauf wieder um die Mauer rum. Ja. Der kommt safe wieder von der anderen der Seite auf jetzt. Mich. Ich war zu schnell, ich hätte warten sollen. Kommt, der läuft nach hinten weg, die Mauer. Ich sehe ihn. Ja, der steht, der piekt ja, dort. Hab ihn nicht. Komm, zeig dich schon mal. Der rennt jetzt wieder auf deine Seite. Nee, jetzt rennt er weg. Ja. Kleiner. Schießt du? Ja, das war ich. Der ist jetzt direkt da im Busch. Also Vorsicht, wenn du bei mir piekst. Mhm. Der liegt dort, da ist so ein orangener Busch. Wenn du ihn links umläufst jetzt an der Mauer, dann hast du ihn. Ich könnte versuchen, ihn abzulenken. Ich okay, ich lenk ihn ab. Siehst du ihn noch? Jetzt gerade nicht, aber der muss hier vorne liegen. Da, wo du jetzt gerade hinguckst. Nee, warte, ich sehe ihn, glaube ich. Ah, ich sehe ihn auch. Unten an der Mauer. Ah, nee. Der müsste dead sein. In dem nächsten Busch hier rechts, oder was? Ja, ja. Ja, dort in dem gelben, links von dir. Ja, okay, wenn er jetzt nicht geschossen hat, dann ist er tot. Ja, der ist dead, ja. Nice. Nimm dir seine La, das war dein Kill. Geile Sache hier schon wieder. So einfach geht es, man legt sich einfach nicht mit uns an, liebe Leute. Ja, ich sitze jetzt mit drei Bambis hier im Auto. Und drei davon uns, wir haben uns gerade selber geboxt. Es kommt zwei. Bei dir? Ich bin tot.
SG5K hatte der. Der ist direkt hier bei mir. Er ist tot. Stark. Ich komm wieder, ich versuche wieder zu kommen. Bex, ich gehe von deiner Leiche rechts weg in dieses komische Gebäude da, in dieses komische Tech-Gebäude. Ah, bist du das? Ja, ja. Okay. Also direkt hier am vierten Häuschen ist doch einer von uns gestorben. Das muss Percy beide gewesen sein, oder? Ah, okay. Beide. Hier liegt auch noch eine KA-74 mit 30 Schuss drin. Spieler. Nimm ich mit. Wo? Ist die weg? Oben, Military. Ist der equipped? Ja, der hat eine Waffe in der Hand. Und wo ist der genau? Der ist gerade zu den Zelten gelaufen. Ich komme jetzt gerade runter. Ja. Ja. Alter Mann. Hier liegt eine KA, nimm die und dann können wir den ja pushen. Oder hast du die aufgehoben? Nee, ich sehe die KA nicht. Hier liegt da. Ich pack sie mal so mit ein. Ah, da kommt ein Spiel. Ah, das ist Noisy. Nee, ich bin das. Hier, warte, Neues. Hier. Achso, warte mal, Neues. Ich gebe dir deine M4. Hier, warte, hier. Push ein bisschen vor. Ich wollte gerade sagen, sollen wir nicht außerhalb der Sandbags gucken? Wenn wir rausgehen. Am Netztower jetzt. Ja, bin ich auch. Wo hast du den gesehen, Neus? Ist der direkt hier runter zu den Zelten, oder was? Ja, der war oben bei den Zelten. Boah. Ich wurde... Der ist bei mir. Ach, boah, das bist du. Oh, sorry. Sag das doch. Ich bin tot. Ja, sorry. Hier bei mir. Nice. Sehr schön. Wieder mal Makro. Ich kann mich nicht verbinden. Ich habe keine Bandagen. Ich komm. Doch, ich habe welche. Jetzt habe ich welche. Ey, sorry, ich habe dir noch zwei Hits gegeben oder einen, ne? Weil ich hab gedacht, das wäre er. Nochmal? Ja. Noch einmal. Okay. Sorry, Neues, ne? Alles gut. Ich hab mich nur erschreckt, weil du plötzlich da runtergejumpt kamst. Ja, weil er mich angeschossen hatte. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Da die Nacht hereingebrochen ist, haben wir in einer Halle die Nacht abgewartet und danach haben wir uns sofort auf den Weg nach Pavlovo gemacht. Hm, so wie es sich auch gerade angehört, da kamen Balota Airstrip Schüsse her. Wollt ihr ins Krankenhaus noch rein wegen Medic? Weil wir laufen gerade am Krankenhaus vorbei. Ja. Ja, hier ist das ja. Also hier vorne links. Kioske. Da lag vorhin immer gut Zeug. Hier läuft ein Bambi bei mir. Was? Wie heißt der? Piol Goldie. Vor dem Krankenhaus. Wenn er mich jetzt anfängt zu schlagen, ist er tot. Percy, dein Helm. Hey, Buddy, what's up? Nothing much. So what do you do here alone? Do you have friends or are you alone? No, I just literally just spawned in. Ah, okay. Another friend, he is... Noise, well, on the... He's on... Sorry, I don't understand. Kim Shovo. Okay, you know where you are? At this moment? Nope. Ah, okay, that's Cherno. You have to run this way, straight ahead, and then you come to Kamishovo, so... Cherno, Electro, and then Kami. And so what town are we in? That's Cherno. Chernogorsk. Alles klar. An dieser Stelle darfst du dich auch gern mal bedanken, wenn man dir den Weg weist. Durchgezogen. Ja. Lol. Soll ich schießen noch? Absolut eine Kugel in den Kopf. Nee, lass mal. Ich bin gerade hier oben auf dem Sack. Hier, Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall an diesen guten Dude raus hier. Man kann auch Danke sagen, wenn man weitergeholfen wird. Das war einer von den Bambis von vorhin. Geile Sache. Was für ein Arsch. Wer ist das da hinten? Kenn ich nicht.
Mit den orangenen Dings? Ja, oder kommt einer. Der hat eine Waffe in der Hand. Der geht in Deckung. Der mit der hinter dem Baum, ne? Ja, ich sehe ihn. Über der Straße. Wo ist der? Hobby. Holy shit. Oh ja, okay. Ah, ich hab falsch geguckt, okay. Warum krieg ich die Aggros, ey? Der hatte keine Waffe, oder? Neuse. Wie heißt? Nee. Jared. Ich check die Lage hier, dass wir natürlich nicht hinterrücks erschossen werden. Der hat Feldflaschen dabei, 4 Stück, da habe ich mir jetzt mal eine genommen. Oh ja, eine volle würde ich auch nehmen, wenn überbleibt. Also die VSD ist auch schon lieb, ne? Ja, ne? Da ist das Bambi wieder. Ja, den kenne ich nicht, den. Der ist hier in das Hochhaus jetzt. Hier in dem? Okay. Ja, da kommt, der kommt raus, der kommt raus, der kommt raus. Das, nee, das ist der, mit dem ich gerade eben geredet habe, oder? Ach, ja, so. Pilot irgendwas. Ja, so. Nein. Ja, das ist er. Hey, buddy, you wanna die? Hello? Bro, do you wanna die? Or why are you jumping? Holy shit, man! Ich stand gerade oben und hab nur gesehen, wie er gesprungen ist. Na gut, ich brauche unbedingt in Balota Airstrip bräuchte ich Schuhe. Ich habe gerade überlegt, aber ja, ich habe immer noch meine Bambi-Sneakers an. Ich auch. Komplett ich Bambi. Auch. Ich habe sogar eine OP-Haube auf. Ich hab mir Overpowered oder eine OP-Haube? Operationshaube. Operationshaube. Wer weiß, Alter, vielleicht bist du jetzt OP getarnt mit dem Ding. No. Ja, aber hey, wir sind das Medic-Team. Guck mal, du hast so eine Medizinhaube, ich habe die Medizinhose. Wir sind die Sunnies auf dem A5, liebe Leute. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt ja nicht zu uns. Die einzige erste Hilfe, die sie bekommen, ist nochmal den Gnadenschuss. Jawohl, dass das Leiden einfach ein Ende hat. Eigentlich sind wir keine Ärzte, wir sind ein Bestattungsunternehmen. Oh, hier in dem Haus ist ein Bambi. Das hat sich noch nicht aufgebaut bei mir, hier in dem Haus. Wie weit bist denn du? Hier nach dem Gelben. Hier ist ein Bambi drin. Reden? Hello, buddy. Yeah, what's up, man? Hey, bro, what's up, man? What you doing here alone? Totally not watching a video, you know. Are you? Totally you... don't have my game on watching a video. Ah, okay. Yo, you guys down for an orgy? No, man. What the fuck, man? Hey, are you crazy? You scared me, man. Was ist denn mit ihm? Bro, where are you from? Rhode Island, US. You alone or you have friends? Oh yeah, I'm alone. Oh, okay. If you can't tell, I was asking for an orgy. I haven't seen Civilization. Okay. I totally forgot I was in the game, bro. I was on YouTube. I just look up my TV, bro. And I go, because I have my headset on, I hear, hello? I my TV and I just see a bunch of niggas in front of me. Like, ah. Okay, man. Nice. Yeah, okay, so we leave this building. We go a little bit. Yeah? If you guys down, bro, I have a fucking stash of fucking a bunch of Lars and M4s. Where? Starry. Starry Sober. Starry Sober? Oh my god. Okay, it's just away in the north, man. Yeah, I have a bunch of fucking guns stashed there. A bunch of guns, magazines, and blah blah blah. Okay, you got a base in Stary Sobor, or you pull it in the in the ground? Yeah, I do. Oh, nice. I have a base slashed, like, underground. Okay. Like, what do you guys think when I fucking, you just see me here just standing still fucking? Okay, we think you're AFK, so I don't know, we want to try to talk with you. So I don't know.
You're probably like, this dude's a little bit fucking weird. You know, he's just chilling here. He's probably been chilling here for an hour, which is probably true. Of course, man. Jesus, we think, okay, what's wrong with this guy? Okay, maybe he's AFK, but yeah, you was AFK. You was on YouTube, man. You're not wrong. I'll vibe it out. What are you guys like building a base? Like, what are you guys doing? No, normally we walk into the map and try to meet some people. That sounds pretty interesting. Yeah, okay, so nice to meet you, man. Stay safe, stay friendly. I don't know how to do that, but... And don't stay AFK. Yeah. In village. Okay, bro, we see us. Adios. Bye-bye. 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 See you later. Hey, don't trap me in here. Oh. Nice, man. Beautiful to meet you, man. Have a good time. Stay friendly. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Alles klar, dann geht's ab nach Pawlowski. Oder wollt ihr Kamenka-Zelte zuerst? Nee, Pawlowo reicht, oder? Ja. Nee, weil ihr gerade alle so akribisch Richtung Kamenka-Zelte rennt. Stimmt, wir sind ja schon Kamenka. An dieser Stelle sind wir direkt nach Pawlowo Military gerannt, um uns natürlich besser auszurüsten. Aber in Pawlowo ist absolut nichts abgegangen, deswegen sind wir weiter nach Zeleno. Und in Zeleno hatten wir wieder einen Kampf mit Verlusten. Ich komme zu dir, Vorbex. Entweder sind sie im Prison oder in der L-Baracke. Oder es ist gar keiner mehr hier. Sollen wir mal Rückseite gucken? Ja, aber lauf oben lang, oder? Wenn du Prison gucken willst, oder willst du hinten die Wegen anglotzen? Scheiße, er pusht halt einfach wirklich hin. Respekt gibt wieder da. An dieser Stelle raus. Ja, komm. Sollen wir vor uns Prison peeken? Ja. Ja, komm, scheiß drauf. Unten ist safe. Ich check noch ganz kurz ein bisschen rechts. Die anderen Baracken sind alle offen. Ich push rein. Ich check mal die L-Baracke kurz. Soweit ist safe. Bin unten drin. Safe. Oben noch. Ja, oben ist safe. Ich glaube, L-Baracke ist auch safe. Ja, vor allem pushst du einfach rein, ne? Ja, ich hatte schon geguckt, ob da jemand ist, da war keiner. Welche Baracke? Double Green Baracke? Ja, hier die mit den Doppeltüren auf der linken Seite. Ich bin jetzt hinten an den Sandbags Richtung Container raus. Brauchst du für die Laden noch ein Visier? Oh, ein Atok wäre geil, ja? Oder es würde auch ein Rotpunkt reichen. Wenn bring ich dir mit. Geil. Es baut sich nichts auf bei mir. Schuss! Ich bin tot. Direkt hinter uns. Ich bin tot. Krass. Scheiße. Wo war das, Percy? Direkt an den Baracken. L-Baracke oder längliche Baracke? Längliche Baracke. Ich sehe deine Leiche. Ich krieg die Krise. Ich sehe... Ah ne, das sind Zombies, die den pushen. Von links kommen ziemlich viele Zombies, Leute. Vorsicht. Ah, der ist aufgestanden. Der lag da an der Leiche. Und ist Richtung Englische Baracke. Da läuft er doch, oder? Doch, ja. die Zombies haten den gerade. Naja, ich schieß doch nicht. Ich hab einen Hit. Boah, was geht ab? Nice. Sehr schön, Leute. Victor Charlie. Vorsicht, Zombie. Ich geh ins Prison, ich hab rotes Leben. Lauf. Vorsicht, links noch ein Zombie. Oh, ich bin Kamishobo.
Alter, das war knapp. Hatte der noch irgendwie was bandagentechnisch oder so? Weil ich habe jetzt auch nur noch Stofffetzen. Ich hatte alles dabei, ich hatte so genug Verbandszeug dabei. Könnt ihr mir vielleicht die Lahmen bringen? Von ihm? Von ihm? Keiner, sonst keiner will. Oder Neues hat ja auch noch keiner, ne? Doch, ich hab eine Lahm. So, ja, dann würde ich die nehmen. Und ich möchte halt ungern eigentlich mit roten Leben jetzt nochmal rauskommen. Ich push mal ganz kurz zu seiner Leiche, nur um zu gucken. Ich bin bei einem Meine Fresse, mein fucking Herz. Kommt mir da ein scheiß Zombie entgegen. Wo bist du? Wer kommt Prison rein? Ich. Okay. Was soll ich dir alles saven, Percy? Schiss auf mich! Das war auf mich! Ich mach dir die Tür auf. Oh shit! Ich war gerade am Looten noch. Warte, ich komm gleich. Lass mich kurz Ausdauer regenerieren. Alter! Ich komm. Okay. Von wo war das? Ich hab keine Ahnung, es war Charlie Schuss. Ich glaub von rechts. Bin mir aber nicht sicher. Alter! Ich mach mal hinten zu. Ich muss ganz kurz das Mac hier leer machen und anderes befüllen. Mich würde nur interessieren, von wo der einen Spot hat. Da, wo ich lag, weißt du? Komm, Neues, du bist noch draußen, ne? Ja. Ich push auch mal ganz kurz raus. Ich will nur wissen, wo der hätte treffen oder wie seine Schussbahn ist. Die Leiche von Percy lag vor der länglichen. Ja, hier lag die. Ja, von dort aus dem Berg hätte er aimen können. Siehst du die Lichtung? Und links sind, also oben auf dem Berg, sind Bäume an der Waldlichtung. Dann kommt ein Stück nur grün und dann kommen wieder kleinere Bäume. Ja. Von dort aus hat er ein Aim auf mich. Der hat aber auch ein Aim von der Straße aus. Aber nicht, wenn ich liegen würde, oder? Doch. Ja, okay, Feuerwehr ist klar. Double Green ist klar. Und das war's eigentlich schon. Das war's. Warte mal, aber ein guter Punkt, wo sie verstecken können, ist hinter der Steinmauer, die da oben. Wo die auch abgeaimt haben, ne? Ja. Ich bin jetzt hier draußen mal an der Mauer, einfach nur mal näher hier an dem Ding dran zu sein. Hier ist ein Safe. Meinst du, der hat aus demselben Dinger gespottet wie wir? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Liebe Leute, wir haben dann natürlich noch versucht, diesen Scharfschützen zu finden. Leider vergeblich, wir haben ihn nicht gefunden. Wir wären dann auf jeden Fall schon wieder am Ende von diesem Video. Über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich mega freuen. Und wie gewohnt, hier in der Endscene habe ich für euch noch andere DayZ-Videos verlinkt. Schaut doch vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.